Herr Bürgermeister Rümmele, heute ist Messeöffnung der Dortmunder Messe. Sie haben wieder eine sehr humorvolle Rede gehalten. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen bisher? Sehr gut. Es ist auf der einen Seite immer wieder eine große Herausforderung. Wenn es gut gelaufen ist vor so vielen Leuten, freut man sich. Wir haben da alle miteinander mit der Messeleitung auch einen gewissen Anspruch. Es muss eine Eröffnung sein, die einerseits etwas Blumiges bringt, andererseits etwas Spritziges, etwas Jugendliches, auch etwas, was mit der Wirtschaftslage des Landes zu tun hat. Dafür ist der Herr Landeshauptmann zuständig. Ich habe jetzt nach den Reaktionen der Leute zu schließen ein sehr gutes Gefühl, dass es wieder einmal mehr gut gelungen ist. Haben Sie eine Rede von Herrn Zotter so viel Gefallen gefunden wie an der Schokolade? Der Herr Zotter hat zum Unterschied von dem, was vielleicht einige erwartet haben, dass er nämlich von seiner Schokolade redet, hat er über seine Schokolade keinen einzigen Satz gesagt, sondern über das Unternehmertum, über das Ausnützen von Chancen, über die Methode des Festhaltens und vor allem des Vertrauens an das eigene Produkt und vor allem ein paar Grundsätze auch des Marketings dargelegt. Es hat mir sehr gut gefallen. Es wäre schön, wenn man ganz allgemein wieder auf einfachere Zusammenhänge zurückkäme, die natürlich alle genauso Ergebnis des intensiven Denkens sind wie komplexe Dinge. Aber es war sehr, sehr schön.